Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2014 zeige ich Ihnen, wie Sie im Taschenjob Taschengeometrien modifizieren können. Mit der Version SolidCAM 2014 steht Ihnen im Taschenjob die gleiche Modifikationsmöglichkeit wie im Profiljob aus vorangegangenen Versionen zur Verfügung. Ich habe hier einen Taschenjob geöffnet. Schauen wir uns kurz die Geometrie an. Wir haben drei Taschen, eine mit Inseln und zwei komplett geschlossene Taschen mit vier Geometrieketten. Wenn ich nun in die Registerkarte Technologie wechsle, haben Sie hier im rechten oberen Bereich die Möglichkeit, über Aufmaß am Geometrie diese Geometrien zu modifizieren mit einem Abstandsmaß. Schauen wir uns das Ganze mal direkt von oben an. Wir sehen unsere vier Geometrien und ich wähle hier unter Ketten die Kette 1 aus. Dies ist die Kette der linken Tasche. Wenn ich nun unter Modifiziere Abstand Offset ein positives Maß eingebe von 1 mm, sehen Sie, wandert die Geometriekette nach innen. Wenn ich die Kette 2 mit einem Minusmaß belege, wandert diese Kette nach außen. Wenn ich die Kette 3 dann wiederum mit einem positiven Wert belege, wird das Ganze nach außen offsetiert. So können Sie jede Kette einzeln offsetieren mit einem anderen Abstandsmaß oder aber auch mit auf alle verwenden, jedes Offset für die Kette gleich einzustellen. Diese Modifikation ist sehr hilfreich, wenn Sie tolerierte Taschenbemaßungen bearbeiten müssen. Für weitere Informationen und SolidCAM Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de.